Yo Leute, was geht? Im heutigen Video geht es mal nicht um GTA Online, sondern um Red Dead Redemption 2. Beziehungsweise genauer um Red Dead Online. Denn genau dazu hat Rockstar Games gestern einen Post auf dem Newswire und auf all ihren Social Media Seiten veröffentlicht. Und in genau diesem Video hier werden wir mal darüber sprechen, was denn Rockstar Games hier genau geschrieben hat. Lasst mir an der Stelle nochmal schnell ein Abo da, um wirklich nichts mehr rund um GTA Online und vor allem um Red Dead Redemption 2 zu verpassen. Jetzt würde ich sagen, wir labern noch nicht ewig herum, sondern beginnen direkt mal mit dem Video. Let's go! Wie eben schon gesagt, hat Rockstar Games gestern, also am 19. September 2018, einen Post veröffentlicht, in dem sie folgende Dinge geschrieben haben. Wir freuen uns sehr, heute Red Dead Online ankündigen zu können. Ein neues Online-Erlebnis, das in der enormen offenen Welt von Red Dead Redemption 2 angesiedelt ist. Das klingt doch jetzt erstmal relativ gut, denn durch diesen Satz alleine wissen wir schon mal, dass es überhaupt einen Online-Modus geben wird. Bisher war das noch nicht so richtig sicher. Und wir wissen auch, dass der Online-Modus, ähnlich wie bei GTA Online, auf der Map vom Story-Modus basiert. Also es gibt nicht nochmal eine extra Map. Was schreiben sie denn jetzt weiter? Red Dead Online ist eine Evolution des klassischen Multiplayer-Erfahrungen des ursprünglichen Red Dead Redemption und verbindet auf unterhaltsame neue Weise erzählerische Elemente mit kompetitiven. Wenn ihr keine Ahnung habt, was das jetzt schon wieder heißt, das heißt sowas wie konkurrierenden, ich wusste selber nicht, hab's auch erstmal gegoogelt, und vor allem kooperativen Gameplay. Also wir haben nicht nur die offene Welt, sondern wir haben auch Konkurrenzkämpfe irgendwie, ob das jetzt in Rennen ist, in, keine Ahnung, irgendwelchen Schlachten, was weiß ich, und vor allem aber auch in kooperativen Gameplay, das heißt, wir arbeiten auch mit anderen Spielern zusammen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr verstanden habt, was ich ausdrücken wollte, wenn nicht, dann schreibt mal eure Frage in die Kommentare, dann probiere ich es nochmal zu beantworten. So wie Rockstar Games hier den Online-Modus beschreibt, wirkt es auf jeden Fall erstmal so, als ob es dem von GTA Online sehr ähneln würde. Wir haben hier erzählerische Elemente, aber auch eben Challenges gegen andere Spieler und NPCs. Klingt doch alles erstmal relativ gut und normal, oder nicht? Nun schreibt Rockstar Games aber folgendes. Red Dead Online nutzt das Gameplay des demnächst erscheinenden Red Dead Redemption 2 als Fundament und kann entweder alleine oder mit Freunden erkundet werden. Was nun eventuell für einen großen Teil der Community ziemlich komisch klingt, ist der Teil mit entweder alleine oder mit Freunden. Das klingt ein bisschen so, als ob es eher so eine Art Koop-Modus wäre und nicht ein richtiger Online-Modus, wie wir ihn aus GTA kennen. Aber ich denke, was das angeht, kann ich euch beruhigen, denn die Art von Online-Modus, wie wir sie aus GTA Online kennen, ist einfach so erfolgreich, dass Rockstar Games dieses Prinzip nicht einfach verändern würde. Never stop a running system, ihr wisst, was ich meine. Also ich würde jetzt einfach mal fest damit rechnen, dass das neue Red Dead Online vom Prinzip zumindest her sehr ähnlich sein wird wie das von GTA Online. Aber wie sieht es denn jetzt mit neuen DLCs oder sowas in Red Dead Online aus? Auch dazu schreibt Rockstar etwas. Regelmäßige Updates und Anpassungen werden dafür sorgen, dass das Spielerlebnis für alle Spieler ständig wächst und sich weiterentwickelt. Also das klingt jetzt schon mal ziemlich geil, wenn jetzt sogar schon DLCs angekündigt werden. Und das Beste ist, dass Rockstar Games schreibt, für alle Spieler. Das bedeutet, dass die Updates wahrscheinlich genau wie in GTA Online auch kostenlos sein werden und nicht wie zum Beispiel bei Battlefield oder Sims etwas kosten. Aber wann kommt denn jetzt Red Dead Online? Die Veröffentlichung von Red Dead Online ist für November 2018 geplant. Zunächst als öffentliche Beta, weitere Informationen folgen in Kürze. Wie bei den meisten Online-Erlebnissen in dieser Größe und dieses Umfangs wird es bei der Veröffentlichung wohl unweigerlich zu gewissen Schwierigkeiten kommen. Wir freuen uns aber darauf, mit unseren fantastischen und engagierten Community zusammenzuarbeiten, um Ideen auszutauschen, Anfangsschwierigkeiten zu beseitigen und Red Dead Online gemeinsam zu einem Erlebnis zu machen, das wirklich unterhaltsam und innovativ ist. Das war jetzt ja schon mal relativ viel auf einmal. Red Dead Redemption 2 kommt ja bereits am 26. Oktober raus. Das bedeutet, dass wenn Red Dead Redemption 2 im Ende November rauskommt und Red Dead Online erst im November, dass sie nicht gleichzeitig erscheinen. Ich denke mal, das haben die meisten von euch auch eben gemerkt. Wundert uns das Ganze? Nein. Wenn ihr euch mal zurück an das Jahr 2013 erinnert, da war es nämlich bei GTA 5 und GTA Online genauso. Und ich finde es sogar relativ gut, denn so kann man erstmal in Ruhe die Story spielen und erkunden, bevor man dann wirklich in Online-Modus reingeht und diesen dann durchsuchtet. Weiter beschreiben sie jetzt schon, dass es sich im Online-Modus nur um eine Beta handelt und es somit zu Problemen kommen könnte. Ach je, wenn Rockstar Games das jetzt schon ankündigt, dann klingt das schon nach sehr, sehr vielen Problemen. Aber das Positive, das betonen sie nochmal, ist, dass es sich um einen sehr umfangreichen Online-Modus handelt. Und das finde ich wirklich mega geil. Zu guter Letzt schreibt Rockstar noch, der Zugang zu Red Dead Online ist kostenlos für alle, die ein Exemplar von Red Dead Redemption 2 für die PS4
oder die Xbox One besitzen. Und auch hier ist das Prinzip das gleiche eben wie bei GTA Online, dass ihr eben GTA 5 besitzen müsst, um GTA Online spielen zu können. Fassen wir doch bisher nochmal alles zusammen. Im November kommt ein neuer Online-Modus von Red Dead Redemption 2 online. Dieser trägt den Namen Red Dead Online. Dieser ist für jeden Spieler, der Red Dead Redemption 2 gekauft hat, kostenlos und scheint vorab erstmal relativ verbuggt zu sein, denn Rockstar Games betont es extra nochmal. Und das waren jetzt auch nochmal alle neuen Informationen, welche wir zu Red Dead Online von Rockstar Games erhalten haben. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr es, dass der Story- und der Online-Modus nicht gleichzeitig erscheint? Feiert ihr das Ganze oder findet ihr das eher blöd? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und habt ihr Red Dead Redemption 2 vorbestellt, beziehungsweise werdet ihr es euch kaufen? Stimmt mal oben rechts auf der Infokarte ab. Ich bin gespannt, was bei euch so abgeht. Ich persönlich habe die Premium Edition schon vor einigen Monaten vorbestellt und bin schon mega gehypt, wenn dieses endlich geliefert wird. An der Stelle bin ich jetzt raus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Daumen nach oben bewerten würdet. Und jetzt bin ich raus. Habt noch einen hammergeilen Tag. Bis bald. Und Peace.